Es lohnt sich von Zeit zu Zeit, auf kleine Verlage aufmerksam zu machen, die mit hoher Präzision in der Sache, mit Opulenz in der Ausstattung, mit einer Entschiedenheit in der Behandlung ihrer Themen unsere Aufmerksamkeit eigentlich verdienen würden, aber eines gemeinsam haben: man spendet ihnen keine Aufmerksamkeit, vor allen Dingen nicht im Feuilleton. Und der Verlag, den ich hier nachdrücklich ans Herz legen möchte, sitzt in der Schweiz, ist ein deutschsprachiger Verlag, heißt Lars Müller Publishers. Dieser Verlag hat zum Beispiel, und es ist erstaunlich, dass dieses Buch nicht erschienen ist, als wir alle 60 Jahre allgemeine Erklärung der Menschenrechte gefeiert haben, dieser Verlag hat zum Beispiel das Bild der Menschenrechte herausgebracht. Ein ungemein spannendes Buch, herausgegeben von Walter Kälin, Lars Müller selbst und Judith Wittenbach. Und dieses Bild der Menschenrechte, farblich abgesetzt nach den unterschiedlichen Menschenrechten, die sich formulieren lassen, behandelt in diesen Kapiteln, fotografisch opulent gestaltet, mit außerordentlich sachverständigen Texten, ein paar der besten Publizisten, die es im Menschenrechtsbereich überhaupt gibt, sämtliche Felder der Verletzungen und der Einhaltung, der Durchsetzung und der Erklärung von Menschenrechten in diesem Buch, das ein Grundbuch sein sollte für die Behandlung dieses Themas. Und um zu zeigen, dass der Verlag immer wieder auch seine grafischen Ambitionen auf eine verwandte Weise an ebenso wichtigen Themen durchsetzt, sei dieses Buch »Wem gehört das Wasser?« ebenso empfohlen. Eine Grundfrage für die Zukunft: Wem gehört das Wasser? Nirgends habe ich es so komplett, so ansprechend, so zum Teil hungermachend behandelt gefunden wie in dieser Publikation. Und Sie können ebenso einen ebenso dicken Band mit dem Titel »Ich glaube« bei Lars Müller Publishers finden, der ebenso präzise gestaltet ist und unserem Wissen über das, was geglaubt wird, in den unterschiedlichsten Formen auf der Welt vieles hinzufügt. An diesen Büchern darf man nicht vorbeigehen. Und ganz besonders dieses, das Bild der Menschenrechte, finde ich, gehört in jeden Haushalt.